Bei dem verheerenden Erdrutsch in Papua-Neuguinea sind laut örtlichen Behörden deutlich mehr Menschen verschüttet worden als bisher angenommen. Das Dorf Mulitaka sei fast vollständig vernichtet worden, teilte der nationale Katastrophenschutz mit. Mehr als 2000 Menschen sollen lebendig begraben worden sein. Die Lage sei weiter sehr gefährlich, da sich die Erdmassen weiter bewegten, hieß es. Stammeskämpfe in der abgelegenen Region behindern den Zugang für Hilfsgüter und schweres Bergungsgerät. Bewohner umliegender Dörfer gruben deshalb mit Schaufeln und Holzlatten nach den Verschütteten. Die Regierung des Pazifikstaates hat um internationale Hilfe gebeten.